Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bonn, Paldeas Schicksale gibt es am Freitag als Booster-Bundle. Ab Freitag bei Kenny im Shop, checkt das Ding ab. Am Samstag haben wir unseren 11. Tauschtreff, ja. Und vorab, ich bin alter Mann, ja, gehe ich straight auf die 60 zu. Und ich bin im Tiefbau und meine Kollegen, währenddessen mache ich mal hier auf, und meine Kollegen, schöne Grüße an Andy, Tabi, Hermi, Thorsten, Jürgen, Baran, Abbas und alle anderen auch. Ist cool, ihr guckt meine Videos, gefällt mir, ey, geil. So, genug gequatscht. Paldeas Schicksale. Booster Bundle. 6 Booster sind drin. Ey, die sehen aber schick aus. Guck mal, wie die glänzen. Ey. Und das sind die einzigen Booster Bundle, die nicht Amazon-exklusiv sind. Was mir sehr gut gefällt. Ey, oh, die sehen echt cool aus. Naja, nicht die einzigen. Das sind immer die Sondersets, die nicht. Ja, aber die anderen Booster Bundles, die sind immer Amazon. Ja, die sind immer Amazon-exklusiv. Aber ich habe auch schon gesehen, die Card-Buddies müssen den Amazon welche abgekauft haben. Weil kann sein. Die hatten die auf einmal auch im Shop. Okay. Also müssen die irgendwo ja von denen gekauft haben, abgekauft haben. Wahrscheinlich hat Amazon noch zu viele und hat gesagt, hier. Naja, aber nicht lang schnacken, wir ruppen jetzt auf, wa? Ich freue mich schon. So, einige haben immer gesagt, die sind sofort weg, deswegen machen wir den mal so. Ihr müsst den eintippen, dann haben vielleicht einige Leute Chance, da was zu kriegen, nicht nur die Bots. Und wir fangen an mit Flatututu. Nochmal, Samstag, nächste Tauschtreff, der 11. Tauschtreff von 12 bis 16 Uhr hier bei Kenny im Laden. Und für die Kids habe ich auch immer noch V- oder EX-Kartenordner, 1 gegen 1. Also auch die können tauschen kommen. Und es sind schon mehrere, die jetzt auch anfangen, die Reverse-Karten mitzubringen von den letzten Sets. Also auch da könnt ihr gerne vorbeikommen und euch das angucken. Es macht immer viel Spaß. Pandemie. Außerdem könnt ihr dann die Dinger hier und noch so andere neue Produkte, die es ab Freitag gibt, dann bei Kenny im Laden kaufen. Checkt it up. Check. Mobitoff in Reverse und ein Raichu in Olo. Und eine Energie und ja. Achso, Guck mal nach dem Dings an. Holen wir mal ein. Er holt mal einen Mülli. Mülleimer. Ein Eimer. Nächste. Der ist ja nicht da. Komisch, kenne ich nicht. Der ist ganz alleine im Raum. Ui. Hier, der ist für euch. Hier. Lampi. Fampi. Gruff. Pikachu. Bolardin. Rassaf. Noch ein Rucksack. Trassler in Reverse. Ferkuli in Reverse. Ich glaube, ich fehlt mir sogar noch. Und ein Kokobai. Einmal nothing. So, das kommt da rein und da rein. Bei Danny Phantom. Mann, der hat so ein ganzes Case hier aufgemacht. Das ist jetzt ein ganzes Display oder ein ganzes Case? Ein Display, Entschuldigung. Ein Display, kein Case. Hat der geil gezogen. 4, wie heißen die? Superkarten? Nadings. Alternative Artwork-Dings. Eine Special Illustration Rare? Oder Super Rare? Oder keine Ahnung. 4 Stück in. Also, da war er echt. Er hat da so vorher gesagt, ich möchte so und so viel. Also, müsste so und so viel von jeder Karte kommen. Muss man die aufreißen quasi? Ja. Sehr komisch. Glumanda in Reverse. Dankeschön. Kenny hat zu mir rausgesucht. Er hat die Lucky Fingers. Ich suche die nicht mehr raus. Aber Dankeschön. Oh, Pika. Ist im Preis gedroppt. Ist mir scheißegal. Gehört in meinen Ordner, denn ich bin Sammler. Keiner, der das verkauft. Bisschen Centering. Ne? Egal, mein Ordner. Oh. Und noch ein Enzylor. Und ich habe mir extra Hüllen mitgebracht. Und die habe ich natürlich dort in der Jacke. Gucken wir gleich mal. Machen wir danach. Ich ärmel die gleich ein. Hab auch da keine Angst zu haben, ja? Auch da keine Angst haben. So. Sehr merkwürdig. Was ist merkwürdig? Dass man die so aufmachen muss. Ja, sehr, aber gefällt mir. Vielleicht kriegt man sie auch wieder zu, dann so ein bisschen, so halb so. Ja. Sieht so danach aus. Sonderbonbon Natu und ein Flat Yamu. Elektrischer Generator. Irokex. Nebulak in Reverse. Danke. Taubos EX in Full Art Shiny. Geil, ey. Ha.
Hast du schon? Ach, nee, habe ich nicht. Ach, wir sind ja auf dem Kinderdingens. Nein, ich darf nichts sagen. Pass mal. Oh, ihr hört es. Oh. Energy, geil. Oh, das sind jetzt 3 Booster-Sisse gewesen, ja, und schon 3 Hits und 3 Holos. 4. Ah, 4. And I'm so sorry. Da. Oh, Kenny hat die anderen schon ausgepackt, aber ich habe 3 von den Booster-Bundles. Ihr braucht nicht denken, wir wiegen, nee, wir wiegen die Scheiße nicht ab. Weil das macht nämlich keinen Spaß. Und ob ich hier Hits habe oder nicht, das sieht man ja auch, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das mal fucking Clickbait. Ich habe das mal geguckt, was du was du letztens gesagt hast. Ja. Bei den Card Buddies, die Anni, da haben die das auch. Bei Anni, ja, habe ich auch extra drauf geachtet. Haben die auch rausgeschnitten. Dass die Booster quasi auch. Ja. Aber das ist ja ein Trusted Seller. Ach so. Ja. Frostino, Macaramba in Reverse und ein Hitzerotom. Nothing. New. Und bei dir war's, hast du auch ein Booster, wo du das nicht da so jetzt so. Ja. Aber ist doch scheißegal. Ja, man weiß doch. Immer. Was reintackern, Hauptsache meckern. Ja, ja. Wie heißt es, dieser neue Gratismut, ne? Also immer einfach meckern, immer über alles meckern. Macht das, wenn ihr 70 seid, Mann. Und nicht, wenn ihr 17 seid oder 27. Wenn ihr alt genug seid, dann könnt ihr rumpapeln. Vorher genießt das Leben, habt Spaß. Und wenn es euch nicht gefällt, schaltet weiter. Denn wir machen das für uns, für zum Spaß hier. Ja, Don Fun in Reverse und ein Knattertox. Ja. Aber aus 6 Boostern ein Pikachu und ein Taubos in Shiny. Jihaha. Next one. Einmal Turbo, bitte. Einmal Turbo, okay. Das ist ja ein 18er, oder? Ja, ey, die sind voll. Echt, ey, als ob da kurz bevor sie die zugemacht haben, jemand mit dem Strohhalm Luft reingepustet hat. Hier, der ist für euch. Turbo, Flatütü, Mengi, Sweeps. Feline, Gengar, Kirlia, Pantimimi in Reverse, Nebulak in Reverse und ein Hitzerotom in Holo. Wieder nothing new. Zack. Ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt alle normalen Common-Ankarten vollständig in dem Set. Aber es fehlen natürlich noch einige, viele Reverse-Karten. Reverse. An alle, die nicht wissen, was ich damit meine, sind die Glitzerdinger. Direkt von meinen Kollegen, den alten Säcken. Enigmara, Kaokto, Kokobai in Reverse. Eine Reverse Rare. Ja! Knattertox in Baby Shiny. Dankeschön. Also ich finde sie bis jetzt sehr gut. Die Booster Bundles. Mir gefallen sie. Für mich haben sie, gönnen sie. Ja, ich hätte sie auch gerne mal von den regulären Sets so rein. Ja, das. Aber manche nee. Wollen sich ja kein ganzes Display holen. Richtig. Und manche wollen aber auch keine Boxen oder. Boxen wegen dem anderen Kram, was da alles drin ist, sondern nur Booster halt, ne? Und dann so ein Boosterband mit 6 Boostern, das finde ich mal ganz gut. Dann musst du halt zu Amazon gehen. Shigu, nee, Shugi, nicht Shigu. Ein Überball in Reverse. Macaramba, nee, Maracamba in Reverse und ein Magbrand. Ja. Doch, bis jetzt haben wir schon einen Knattertox. Jetzt Booster Nummer 4. Aus Bundle Nummer 2. Swai. Nicht 1, nicht 3, Swai. Kloptopus. Tentagra. Trasla. Kamerup. Mondscheinhügel. Fragrunz. Ein Sonderbonbon in Reverse. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, der sieht gut aus. Der sieht wirklich schön aus. Den habe ich noch gar nirgendwo gesehen. Guck mal, so sieht er aus. Ja, ja. Oh, ist das schön. Und noch ein Uafnir. Doppelhit. Ja. Double it. Ach ja, ich soll ja hier ein bisschen zacki-zacki machen. Ja. Yeah. Knabon. Oh wei. Ach nee, nur oh wei. Ferkuli. Ein Gierspenst.
Leval, Fledjamo, ein Überball, Denne in Reverse, ein Giflor. Hast du schon? Ja, schon einmal doppelt. Egal, Samstag ist Tauschtreff. Braucht ihr, wa? Giflor und Baby Shiny und noch ein Mopex. Achso, vielleicht willst du ja mal erzählen, wie wir... einer hat über Discord gefragt. Ja, hab ich letztens gesehen. Der hat mich privat angeschrieben. Die wollte wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht magst du das ja mal erzählen. Wir uns beide, ja? Ja. Also, ich habe angefangen mit den... Ich glaube, Laura hieß sie. Ich habe hier... Hallo, Laura. Wie wir uns kennengelernt haben. Also, wir waren beide bei... Nein. Ich habe angefangen mit den Pokémon-Sachen hier. Das war noch bei... Flammende Finsternis. Weg des Champs war schon. Clash auch, aber Weg des Champs. Da weiß ich, denn da habe ich mich mit deinem Bruder unterhalten. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen dann Top-Trainer-Boxen gesehen von Schwert und Schild Base für 40 Euro. Und in dem Typ, und da hatte aber noch lauter Fußballschuhe. Und ich dachte, ja, es ist so ein Scalper. Und wollte den auch noch runterhandeln. Hat er natürlich nicht gemacht. 40 Euro ist in Ordnung, ja. Und dann bin ich aber hingegangen, weil ich auch noch so heiß drauf war. Und dann habe ich mich mit Kennys Bruder unterhalten, weil die haben ja zusammen den Sportladen. Und dann habe ich, und dann war auch noch Pandemie. Und dann hat man sich so ein bisschen die Nummern ausgetauscht, so ganz wenig. Und es gibt nichts Geileres, als in der Pandemie Samstagabend um 23 Uhr zu sagen, ich habe Lust, was zu öffnen, kurz zu texten, loszufahren und dir ein paar Booster am Wochenende zu holen, weil war halt Click and Collect. Das hier war die zweite. Nicht schlecht. Ja, und dann habe ich so erzählt und habe das gemacht. Und dann Kennys damalige Freundin meinte dann irgendwann zu mir, mach mal was auf Instagram und gib dir mal ein bisschen mehr Mühe mit den Videos. Und dann habe ich gesagt, mach du doch. Ich will nur aufmachen. Und so kam das dann. Das war bei Schaurige Herrschaft. Ab Schaurige Herrschaft hat das dann angefangen, dass wir zusammen Videos aufgenommen haben. Und dann hat Kenny auch gemerkt, ich bin völlig, völlig planlos, was Computer angeht. Was Schneiden, Aufnehmen, weiß ich, was alles angeht. Deswegen immer nur Aufnahme, Stopp, Pause. Ne? Und dann, Data Talks in Reverse. Und dann hat er angefangen, hier noch ein bisschen was zu machen und zu tun. Und ich komme wirklich nur hierher, setze mich hin, quatsch mit euch, mach die Karten auf. Und den Rest mal alles Kenny hier. So muss sein. Naja, okay. Wer auf den Trödelstand geht, auf den Trödelmarkt geht und es schafft, dass andere Leute den Stand für einen aufbauen und wieder abbauen. So muss sein. So, wir haben noch das hier und dann noch vier Booster. Dann ist schon die dritte Bundle hier. Paldea-Schüler gleich am Anfang. Das dritte Bundle hier beim Aufmachen. Das heißt, dann haben wir unser 18er voll. Elektrischer Generator. Die kosten natürlich so ganz normal plus 35% für mich, ja? Wenn ihr die holt? Nein, natürlich nicht. Buckel, Epitaph in Reverse. Boah! Noch eine Baby Shiny und ein Elektroball. Ein Elektro, nicht Elektroball. Und noch ein Knattertox. I'm zufrieden. I'm very, very zufrieden. Noch vier. Schon acht aus... 12, ne? Ja. Ja, 8 aus 12? Naja, geht. Also, wie the German said, kann man nicht schmeckern. Ne? Glumanda, Nemila, technische, ja, Kristall, Krisenlieb, Kyrlia. Mann, das blendet, ich kann nichts lesen. Paldea Schüler in Reverse. Ein Pikachu in Reverse. Juhu, endlich habe ich ihn. Leval in. Geil, er sieht aus wie Knick Natterton, wie Nick Natterton mit den. Die Haare. Ja, und auch hier eine Trainer Full Art. Hier, dieses Karo-Hemd. Ein bisschen an Nick Natterton. Wer kennt's noch? Ich bin so froh, dass ich sie nicht ausgesucht habe, sondern mir hab geben lassen. Ja! Der hier ist auch noch für euch. Danach gibt's auch noch zwei. Magban, Mankey, ein Knattox, ein Kloptopus, ja, Voltrin, Enigmara,
Die gibt es jetzt so oft hier drin. Also wird die keine 1,50 mehr wert sein. Mondscheinhügel in Reverse. Mimikon Baby Shiny. Oh. Hast du aber schon, oder? Hast du nicht schon doppelt? Und wenn? Die kann ich leicht wegtauschen. Also, habe ich die schon? Ich weiß es nicht. Und noch ein Raichu. Ich weiß, dass ich einen Raichu habe hier. Ja, das weiß ich auch. Ja. Es sind so viele Karten, dass ich mir nicht mehr alles merken kann. Und auch gar nicht mehr merken will. Ja. Ist bei mir wie beim Nürnberger Trichter. Mich würde voll interessieren, ob ihr wisst, was ich meine mit Nürnberger Trichter. Ich erzähle es nicht, ich warte auf die Kommentare. Flatutututu, nochmal ein Rucksack, ein Donphan, ein Shugi, Sweeps in Reverse, Nummer 4. Hast du die schon? Schon zweimal doppelt. Psyopatra in EX ist ganz schrecklich. Ist wahrscheinlich eine, die es ganz oft gibt. Aber die Gardevoir. Gardevoir EX. Nee, so. Weiß ich schon. Die brauche ich, glaube ich, noch. Die Gardevoir. Ja, und die andere Gardevoir natürlich. Last Pack Magic hier. Kannst du ja mal deinen Kollegen sagen, die soll mal einen Kommentar da lassen. Ey, ich bin froh, dass sie gucken. Ja. Ich stell mal. Haben die überhaupt abonniert? Nein, Mann. Die, Daumen nach oben. Nein, haben sie natürlich nicht. Die hocken sich immer zusammen auf Arbeit vorm Handy und lachen sich tot. Ey. Und dann sagen, aber ich find's geil, Mann. Ja, ich bin mit der Jüngste da. Ja, gehe straight auf die 60 zu. Und die gucken das. Natürlich lachen sie sich tot, und aber ist mir doch egal. Denn keiner von denen traut sich, das selber zu machen. Hm. Mondscheinhügel. Flatjamo. Come up. In Reverse, Boladin in Reverse und Tschu! Monetigio in Olo. Ja, das war's bei mir, wa? 12. Aber 12, ja. Und davon sind 1, 2, 3, 4, 5 Baby-Shinies, 2 Full-Art-Shinies. 3. Ja, 1, 2, 3, Simsala, Taubus. 3 normale EX und eine Trainer Full Art. Ich bin mehr als zufrieden. Was sagt ihr dazu? Wie heißt es hier? Tippi, ne? Wir können das immer gut gebrauchen. Lasst uns unseren Kanal schön nach oben schießen. Ich hab Bock auf mein Ferrari. Nicht nur als Rutscherauto, sondern, naja, ihr wisst schon, egal. Guckt weiter, Mann. Bis nächste Mal.